Guten Abend, ihr hier und ihr zu Hause. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf mit einem Thema, das mir auf dem Herzen brennt. Es ist zwar kein klassisches Adventsthema, aber Jesus sagte uns doch in seinen Endzeitreden, dass je näher seine Wiederkunft kommt, desto wichtiger die Unterscheidung sei, dass wir unterscheiden können. Wo ist er? Und in dem Sinn, Advent ist ja nicht nur das Zurückschauen, dass er gekommen ist, sondern auch das Vorwärtsschauen, dass er kommen wird. Und in dem Sinn ist diese große Frage nach der Unterscheidung auch ein Adventsthema. Ihr wisst, die Corona-Pandemie, US-Wahlen und so weiter bewegen nicht nur die Medien, sondern auch die Gemeinden. Und so zunehmend sehen wir Polarisierungen, dass Themen ganz kontrovers diskutiert werden. Was mich noch mehr bewegt als jetzt politische Themen, sind die theologischen Themen, die auch sehr aktuell sind, die zum Teil neue Gräben in Gemeinden aufzureißen drohen. Und dann wisst ihr, immer in Krisenzeiten ist auch die Frage, ja, man liest so viel, hört so viele Meinungen, was sind jetzt Verschwörungstheorien, wo ist die Wahrheit, wo ist in all diesem Dschungel der Auseinandersetzung und des Wirrwarrs, wo ist da der richtige Weg? Oder wir brauchen Unterscheidung. Geht es euch auch so? Das ist doch ein Thema, das wichtig ist, dass wir Klarheit haben, auch innerlich, dass wir uns auch nicht an den falschen Punkten unendlich lang aufhalten, sondern dass wir irgendwie klar sehen. Und deshalb heute Abend das Thema geistliche Unterscheidung in bewegten Zeiten. Ist ein großes Thema, ich kann es auch nur anreißen, es wird auch nur einen Aspekt abdecken. Ich beschränke mich heute Abend vor allem auf Paulus. Also es gibt jetzt nicht einen Predigtext, aber wir schauen verschiedene Verse an bei Paulus. Paulus listet grundsätzlich die Unterscheidung, auf Griechisch Diakrisis der Geister, bei den Geistesgaben ein. Ihr kennt diese Liste in 1. Korinther 12 und da sagt er, es gibt diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Jetzt, Krino auf Griechisch heißt unterscheiden und mit Dia am Anfang, da wird es noch ein bisschen genauer. Also Paulus sagt, es gibt eine Gabe, dass wir die Dinge auseinandersondern, auseinanderbeineln können. Oder Gott hilft uns dabei, die Dinge zu klären. Und das ist grundsätzlich, es ist nicht einfach der erleuchtete Verstand oder hat nicht einfach mit unserem Denken zu tun, auch klar, wir kommen noch drauf, aber es ist auch eine Gabe, also eine übernatürliche Gabe, die Jesus uns schenkt. Und ihr wisst, es gibt diese Gaben, 1. Korinther 12, die teilt Gott zu, aber ich finde, so ein bisschen brauchen wir doch alle von jeder Gabe. Nicht, also so, wir brauchen doch alle diese Gabe auch, mindestens ein Teil davon für den Alltag. Und dann gibt es Menschen unter uns, die haben diese Gabe sehr ausgeprägt. Die spüren, wenn sie Menschen begegnen, sie spüren einfach, ist das Wahrheit oder ist da was faul dran, was er sagt. Oder sie spüren Stimmungen, wenn sie in Räume kommen oder spüren etwas von der Geschichte. Sie nehmen Dinge wahr, die sie vielleicht gar nicht in Worte fassen können. Und es ist einfach ein tiefes Wissen in ihnen. Und sie sagen, ich spüre das, ich weiß. Und ich habe zum Beispiel gelernt, ich muss auf meine Frau hören. Wenn die was spürt, ist von Vorteil für mich, wenn ich drauf höre. Es gibt einfach Leute, die eben die spüren Dinge. Und ich finde bei Paulus, wir bleiben ja heute ein bisschen bei Paulus, ein schönes Beispiel in der Apostelgeschichte von dieser Gabe. Apostelgeschichte 16, auf der zweiten Missionsreise in Philippi, da läuft dem Paulus ständig diese Magd hinterher und sie sagt, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Und da könntet ihr doch denken, ja, das ist ja Gratiswerbung für den Paulus. Oder da hat er jetzt jemand Ortskundiges, der läuft ihm hinterher und sagt, hört auf Paulus. Aber Paulus erkennt, das ist ein falscher Geist. Er hat diese Gabe, die sagt zwar die Wahrheit, es tönt gut, aber es ist die falsche Motivation. Und das geht Paulus so richtig auf den Keks, so toll, wie das Lukas dann beschreibt im Vers 18, Kapitel 16, dass er so aufgebracht ist und sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Das ist Unterscheidung. Oder er spürt,
Das ist nicht richtig, obwohl es gut tönt. Wenn wir so zurückschauen auf unsere Leben, habt ihr sicher auch schon erlebt. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal ein verlockendes Jobangebot nach der Ausbildung und es tönte gut und meine Freunde haben gesagt, das musst du unbedingt annehmen, das ist eine einmalige Chance. Und ich hatte in meinem Herzen hatte ich eigentlich keinen Frieden und zum Glück hatte ich einen Traum, der mir einfach gezeigt hat, es ist nicht mein Weg. Also ich brauchte noch diese Offenbarung, dass ich gespürt habe, nee, ist nicht gut, aber eigentlich, wenn ich hineingehört hätte in mein Herz, ich hätte es schon gemerkt, das ist nicht der gute Weg. Und ihr merkt, das ist wirklich eine Gabe der Unterscheidung. Und wie gesagt, Jesus sagt in seinen Endzeitreden, je näher er kommt, er sagt, es gibt falsche Christusse, falsche Propheten und er sagt dann oft, wachet, also seid Aufmerksamkeit. Und heute Abend, ich möchte über diese Unterscheidung sprechen im Sinn von Wachsein, also jetzt nicht über die Gabe, das wäre auch ein großes Thema, aber ich spreche heute Abend über, wir könnten sagen, biblische oder theologische Unterscheidung, dieses geistliche Unterscheiden können in bewegten Zeiten. Um es vorwegzunehmen, ich habe schon gesagt, ich streife das nur oder beleuchte nur einen Aspekt und ich finde auch zur Unterscheidung gehört dazu, wie Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Ich glaube, dass wir zusammen auch Dinge gut beurteilen können, da brauchen wir einander. Das können wir nie allein, wir sehen nie das ganze Bild. Paulus sagt, ich sehe auch nur ein Stückwerk. Ich glaube, je mehr wir auch zusammen sind und auch im Austausch miteinander, da wächst unsere Fähigkeit, die Dinge einordnen zu können, auseinanderbeineln zu können. Gut, Epheser 4, habe ich diesen Vers mitgebracht. Paulus sagt, es ist das Ziel des Glaubens, dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Interessant, nicht, wenn wir über Unterscheidung reden. Das Erste, wir müssen den Sohn Gottes erkennen, zur vollkommenen Mannesreife. Und dann sagt er, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also Paulus sagt, es gibt dieses Spiel der Menschen, das will uns verführen, das ist so wie ein Wind. Und wir sollen, wenn wir reif werden und Jesus Christus erkennen, dann sind wir fest und lassen uns nicht mehr von diesen Winden einfach so wegblasen. Also wir brauchen ein festes Fundament. Ich habe deshalb mal so ein Lebenshaus gezeichnet. Machen da noch eine Tür hin. So, das ist unser Lebenshaus. Das ist noch eine Tür, kommt man rein und Fenster. Und Jesus braucht ja auch dieses Bild vom Haus. Und er sagt, hey, baut euer Haus auf den Fels und nicht auf den Sand, damit es auf festem Fundament ist. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der ist der Mensch, dessen Haus auf festem Grund ist. Also es hat zu tun mit dem Hören auf Gott und mit seinen Worten. So, machen hier mal diesen Wind, also Paulus sagt, hey, schaut, dass euer Haus fest ist, weil da kommen diese Winde und die arbeiten hier am Fundament von eurem Haus. Noch eine Stelle bei Paulus, wie können wir fest sein? Er sagt in Kolosser 2, Vers 7, wir sollen in Christus verwurzelt sein und gegründet und fest im Glauben. Und dann sagt er, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Also Paulus sagt, diese Winde, die uns umhertreiben wollen, das sind Philosophien, also sind Lehrgebäude, können auch sagen Ideologien und leerer Trug, das ist einfach Lüge. Wir können auch sagen Verschwörungstheorien oder all das Zeug, das stimmt gar nicht, das ist einfach leer. Und er sagt, hey, lasst euch nicht von all dem Zeug abhalten. Und wie können wir fest sein, indem ihr in Christus verwurzelt und gegründet seid? Also es ist so wie ein erstes Kriterium, ich schreibe mal hin, in Christus verwurzelt. Also wenn wir in ihm fest sind, dann hält dieses Haus, weil wir haben unsere Wurzeln, das ist das Bild vom Baum, aber wenn wir da drin sind, dann hält es. Und wenn es jetzt um
Philosophien geht, Ideologien, Lehren. Für Lehren ist die Schrift zuständig. Stephanie hat es schon gesagt in der Einleitung, je mehr wir in der Schrift gegründet sind, desto sicherer sind wir. Und hier noch ein Vers aus, auch von Paulus aus dem 2. Timotheusbrief, 3, Vers 16. Da sagt er, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also Paulus sagt, hey, die Bibel ist eigentlich die Richtschnur für unser Denken. Also wenn wir nicht verführt werden wollen, wenn wir Klarheit haben wollen, wenn unser Haus stehen soll, dann brauchen wir die Bibel als Fundament. Also die Bibel als dieses feste Fundament, damit es hält. Jetzt machen wir heute Abend einfach eine Auseinandersetzung über verschiedene Lehren. Also geht es heute nur um Wahrheit. Einerseits ja, also es geht um die Wahrheit, aber andererseits, wenn wir jetzt denken, es geht nur darum, die Dinge richtig zu sehen, dann sehen wir auch nur auf einem Auge. Es ist nur ein Teil des ganzen Bildes. Im Philipperbrief sagt Paulus, nach der Schlachterübersetzung lese ich das, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Ist es nicht interessant? Hey, wie bekommen wir Erkenntnis und Urteilsvermögen? Nicht nur einfach durch die Wahrheit, sondern durch die Liebe. Also wenn wir Liebe haben, dann können wir erkennen. Und zwar was, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Ein sicheres Urteil hat auch mit Liebe zu tun. Das ist mir heute Abend wichtig. Diese Stifte gehen so schwer auf. Also wir brauchen Liebe und Wahrheit. Wir können auch sagen Gnade und Wahrheit. Johannes beschreibt das ja, dass Jesus kam in Gnade und Wahrheit. Wir brauchen beides. Also wenn wir jetzt nur schauen, ja, wie können wir alles richtig sehen, dann werden wir schnell mal rechthaberisch und haarspalterisch. Dann wollen wir nur Recht haben. Und wir wissen auch, Gemeinden, die haben sich auch oft getrennt wegen solchen Haarspaltereien. Oder man denkt, wir müssen jetzt ganz scharf sehen, da ist die Wahrheit, ich bin im Recht, du bist nicht im Recht. Das kommt nicht gut, wenn wir so einseitig die Dinge sehen wollen. Jetzt auf der anderen Seite, eben Liebe ist wichtig, aber wenn wir jetzt nur die Einheit und die Liebe zum einzigen Kriterium machen, dann tendieren wir dazu, einfach so die Einheit und die Liebe so hochzuhängen, dass wir darüber die Wahrheit vergessen, dass alles so ein bisschen schwammig wird, auch so ein bisschen beliebig. Und ich glaube, dass wir in all diesen Fragen, in denen wir uns befinden, irgendwo einen klaren Blick haben, ich habe mal das Bild davon von der Brille gewählt, brauchen wir einerseits eben diese Festigkeit im Glauben, und darüber sprechen wir auch gleich, aber andererseits auch dieses weite Herz. Ich finde es wichtig, auch dass Menschen spüren, wir sind nicht gegen Menschen. Es geht nicht um Meinungen, versteht ihr? Die Menschen sind nie unsere Feinde. Gott liebt jeden und Gott kennt unsere Herzen, sondern die Feinde dahinter sind diese Lügen, diese falschen Philosophien, die uns verführen, die Mächte der Welt, haben wir gesehen bei Paulus. Es geht darum und es geht nie gegen den anderen. Aber ich glaube, wenn wir beides haben, wirklich dieses weite Herz, und Menschen spüren das. Stephanie hat schon den Vers zitiert, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn wir irgendwo eine Freiheit haben im Herzen, spüren die Menschen, ich kann sein, man kann auch austauschen und wir sind miteinander. Trotzdem, es geht uns um die Liebe ans Eingemachte. Okay, jetzt, ich habe früher auch so im Pfarramt noch, als es um Zusammenarbeit ging mit anderen Kirchen, anderen Denominationen, ich habe so für mich immer gesagt, wenn wir eins sind, wir sagen, hey, wir sind in Christus, Jesus ist für mich gestorben, ist auferstanden, er hat mich erlöst und die Bibel ist Gottes Wort, also diese beiden Punkte, die waren so intuitiv, waren für mich immer die Kriterien, da kann ich zusammenarbeiten. Egal, welcher Stallgeruch jemand hat, aus welcher Gemeinde er kommt, welcher Tradition, Denomination, egal, wir haben diese gemeinsamen Punkte. Es geht um Christus, es geht um die Bibel, das ist unser Fundament. Jetzt denkt ihr vielleicht, na komm, endlich mal zum Punkt, was soll denn das? Ist ja logisch, Jesus verbindet uns und die Bibel, was denn sonst? Wir haben ja sonst kein Buch.
Aber genau diese Punkte, die waren in der Kirchengeschichte sehr umstritten, vielleicht sogar am umstrittensten. Man hat die ersten 3 Jahrhunderte gestritten um diese Person von Jesus. Was heißt das jetzt wirklich, in Christus zu sein? Wer ist Jesus? Und vielleicht kennt ihr die Glaubensbekenntnisse. Ich finde, das ist große Weisheit. Man hat von Anfang an versucht, unsere Grundlage im Glauben wie zu bündeln in Bekenntnissen. Und das sind nicht einfach Texte, sondern das sind Texte, die entstanden sind im Ringen um dieses Fundament, um die Wahrheit. So zum Beispiel im Apostolikum, da heißt es über Jesus: Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Jedes Wort, das bedeutet, es ist eben Gottes Sohn. Es ist nicht einfach nur ein Mensch. Er ist unser Herr. Oder dann später, 381, nach diesen ganzen Streitereien über Jesus, über den Heiligen Geist, wer ist dieser dreieinige Gott, hört mal da in diesem Bekenntnis, da haben sie gesagt: Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott und so weiter. Ihr merkt, die haben gerungen drum. Wer ist Jesus? Ist er wirklich Gottes Sohn? Und ein Wind, ich bringe heute Abend nur ein Beispiel, ein Wind, der stark gegen diese Erkenntnis der Kirche geweht hat, der weht seit etwa 300 Jahren, seit der Aufklärung. Bei allem Guten, was die Aufklärung brachte, sie hatte eine sehr religionskritische Seite. Und sie hat genau dieses Verständnis, dass die Bibel Gottes Wort ist, und Christus, Gottes Sohn, hat sie massiv in Frage gestellt. Oder durch diese aufklärerischen, das sind eben Philosophien, Ideologien, da kam eine natürliche Theologie anstelle vom Glauben an die Offenbarung. Und man hat begonnen zu unterscheiden, hat gesagt, ja, die Bibel, das ist vor allem jetzt Menschenwort. Menschen haben die Bibel geschrieben und das stimmt ja auch. Aber dieser Aspekt, dass es wirklich, wie wir gelesen haben, von Gott inspiriertes Wort ist, das wurde zur Seite geschoben, weil das Übernatürliche, come on, wir sind doch aufgeklärt, gibt doch nichts Übernatürliches. Oder versteht ihr, so dieses Denken, als ob es Gott nicht gäbe, das sind einfach Zeugnisse von Menschen, die haben da was aufgeschrieben. Und wenn wir so denken, dann fällt das Eingreifen Gottes, das fällt weg. Alles Übernatürliche, das fällt weg. Und dann fällt nicht nur das Verständnis, dass das wirklich Gottes Wort ist, was Gott zu uns gesprochen hat, es fällt auch, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Es fällt, dass er uns erlöst hat. Ich finde, der Papst hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, Benedikt XVI. In seinem Buch. Ihr merkt, ich habe da ein paar Bücher mitgebracht, dass ihr mir es auch glaubt, ein bisschen historisches Futter, also was da geschehen ist. Der Papst sagt, heute wird die Bibel weithin dem Maßstab des sogenannten modernen Weltbildes unterworfen, dessen Grunddogma es ist, dass Gott in der Geschichte gar nicht handeln kann. Dass also alles, was Gott betrifft, in den Bereich des Subjektiven zu verlegen sei. Also Gott hat gar nicht eingegriffen in der Geschichte. Es gibt keine Wunder, es gibt nichts Übernatürliches. Gott ist irgendwo da draußen vielleicht. Und Menschen haben einfach Dinge erlebt mit diesem Gott. Oder? Und wenn wir so denken, dann verdampft unser Fundament. Und also auch, das ist nicht nur, das ist ein katholisches Beispiel, auch in der evangelischen Theologie, da fand dieses Ringen statt in den letzten eben 300 Jahren. Ich bringe jetzt diesen einen Wind. Wer ist Jesus? Wer ist die Bibel? Und ich finde auch so schön, Karl Barth hat gesagt im letzten Jahrhundert, hey, wir müssen uns wieder wundern über die Wunder. Wir müssen Gott wieder Gott sein lassen. Wir sagen, hey, er hat eingegriffen in die Geschichte. Wunder sind möglich, Offenbarung ist möglich. Christus ist das größte Wunder. So beschreibt er es. Und ich habe mich so gefragt, mir ist diese Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Im 19. Jahrhundert sind diese Winde wirklich, da gab es einerseits gab die konservativen Kreise, die haben gesagt, wir halten fest am Bekenntnis, an Christus als Gottes Sohn, der uns erlöst hat, für uns gestorben ist, auferstanden ist. Und dann gab es die sehr liberalen Kreise, die gesagt haben, Jesus war ein gewöhnlicher, sterblicher Mensch wie du und ich auch. Wir müssen nicht an ihn glauben, sondern wie Jesus glauben. Der eine, zum Beispiel David Friedrich Strauss, hat ein sehr kritisches Buch geschrieben über Jesus, das Leben Jesu kritisch bearbeitet, und hat gesagt, um Jesus ranken sich
Mythen wie um einen Haken. Oder es ist alles Übernatürliche. Er wollte alles wegrationalisieren. Und diesen David Friedrich Strauss haben die Zürcher nach Zürich berufen an die evangelische Fakultät. Die haben gefunden, der bringt jetzt mal neuen Wind in diese Fakultät, der macht mal Schluss mit dieser ein bisschen verstaubten Theologie, jetzt wird es ein bisschen modern und jetzt kommen wir in die Zukunft. Und dann, am 6. September 1839, zogen, die Historiker sagen, etwa 8000 Bauern aus dem Zürcher Oberland mit Morgensternen, Hellebarden, Mistgabeln und Prügeln bewaffnet. Und die zogen nach Zürich, ihr könnt es googeln, das stimmt alles, Zürcher Putsch 1839, und die haben gesagt, wir machen da nicht mit. Oder dieser Strauß, der kommt nicht nach Zürich, weil dieser Strauß, der rüttelt an unserem Fundament. Dann, wo bleibt da Christus, wo bleibt die Bibel, das, was uns heilig ist. Und ich sage natürlich heute Abend, bitte nehmt keine Mistgabeln. Aber die gingen mit den Missgaben, es war tragisch, es gab sogar noch Tote, aber am Schluss, der durfte wirklich nicht kommen, weil aus dem Zürcher Oberland die Bauern sich gewehrt haben. Und ich finde, ist das nicht Unterscheidung? Eben, bitte keine Missgaben, keine Prügel. Es gibt andere Wege, aber irgendetwas in denen hat gesagt, hey Leute, wir stehen auf, wir stehen für unser Fundament und wir kämpfen dafür, dass dieses Fundament uns nicht geraubt wird. Und ich habe so gedacht, hey, was eben, das ist doch ein sprechendes Beispiel. Und wieso erzähle ich euch das alles? Ich glaube, diese Fragen, die sind nicht einfach Geschichte, oder? Es ist nicht einfach vorbei. Und ihr wisst, es war eben in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche. Aber heute, übers Internet und über moderne Medien, eigentlich diese Winde, diese Gedanken, komm, nimm doch die Schrift nicht so ernst, oder was ist Jesus, Mensch wie du und so. Diese Winde, die sind überall. Und ich merke auch bisher so wirklich konservative Gemeinden, da gibt es auf einmal gibt's Menschen, die sagen, ja, zum Beispiel, ich bringe jetzt ein paar Zitate. Was wäre so schlimm daran, wenn Jesus selber gar nicht dieses Selbstverständnis hatte, er sei Gottes Sohn? Mein Gott liebt ja uns alle, wir sind doch alle Gottes Söhne, Gottes Töchter. Was wäre so schlimm dran? Habe ich gelesen vor kurzem. Aber dahinter, was ist so schlimm dran? Wir müssen doch weit sein, Liebe und so. Aber dahinter wird doch das Fundament unseres Glaubens aufgelöst. Was ist so schlimm dran? Dann kann Jesus auch nicht mehr für mich gestorben sein. Dann ist das Kreuz ist ein Justizirrtum. Das ist auch wieder ein Zitat, habe ich gelesen. Ja, was wäre jetzt, wenn das einfach Victim wäre, das Kreuz, und nicht Sacrifice? Also ein Opfer im Sinn von, er wurde geopfert an der Ungerechtigkeit der Welt, so wie wir auch, aber nicht ein Opfer für uns. Ich finde, das ist unendlich schlimm, weil wenn Jesus nicht für mich gestorben ist, dann ist das Fundament meines Glaubens ist dahin. Oder? Und die Reformatoren, die hatten noch diese Bibelhaltung, dass die Schrift klar ist einerseits und sich selber auslegt. Schaut mal, ich bringe euch einfach noch Calvin mit, lese da noch ein paar Verse von ihm, dass ihr das spürt. Soll uns der Strahl wahrer Religion treffen, so müssen wir bei der himmlischen Lehre, Caelestis Doctrina, sagt er, die himmlische Lehre, das ist die Bibel, den Anfang machen. Und es kommt niemand auch nur zum geringen Verständnis rechter und heilsamer Lehre, wenn er zuvor ein Schüler der Schrift wird. Ist nicht wunderschön? Er sagt, hey, wenn wir wirklich die Wahrheit erkennen wollen, dann müssen wir in dieses Buch hineinschauen. Jetzt, auch ein Zitat, das ich gelesen habe, die Auslegung der Bibel, die war doch immer beliebig und wir sind doch alle Kinder unserer Zeit und jeder hat seine kulturelle Brille auf. Wir müssen doch wegkommen, so vom Gefühl, die Bibel sei ein für alle Mal so verbindlich auszulegen. Oder? Das sind ganz aktuelle Stimmen. Ist es wirklich so egal? Es war ganz anders in der Kirchengeschichte. Man hat immer gesagt, das ist dieses feste Fundament. Und wenn wir da Kompromisse machen, dann kommen Risse in unser Fundament. Und ihr wisst, hochaktuell, es beginnt natürlich oft bei den ethischen Fragen, weil dort geht es ans Eingemachte. Zum Beispiel bei der Sexualethik. Oder hochaktuell, wenn wir sagen können, ja, in der Bibel, man kann es so sehen, man muss es nicht so sehen, dann hat man natürlich mehr
ein breiteres Feld auch in diesen ethischen Fragen, versteht ihr? Und wir haben gerade, meine Frau und ich, ist letzte Woche erschienen, wir durften mitschreiben bei einem Buch zum Thema Sexualethik, unverschämt biblisch. Also mir gefällt der Zugang von diesem Buch, wir sagen, hey, wir schauen jetzt mal die Bibel, wir nehmen die Texte und schauen, es ist schön, oder wie hat es Gott eigentlich gedacht? Ein positiver Zugang. Also das sind Fragen, die uns bewegen. Sie bewegen uns in der Kirche. Politik ist ein anderes Thema. Heute wurde es im Ständerat nochmals diskutiert. Was ist die Ehe? Der Staat muss einen Weg finden. Die Kirche auch. Aber es sind sehr aktuelle und sehr zentrale Fragen. Und ich glaube, wir müssen wirklich auf dem Wort bleiben und in Christus bleiben, weil sonst rüttelt es an unseren Häusern und an unseren Gemeinden und es fliegt uns eigentlich unsere Substanz um die Ohren. Aber eben nicht rechthaberisch. Es ist heute, ihr spürt, es ist alles so ein bisschen eine Gratwanderung, versteht mich recht, nicht rechthaberisch, sondern in Liebe zueinander, in diesem Klima der Freiheit, wo man auch seine Meinung sagen darf, unterschiedlicher Meinung sein darf, aber ohne in die Beliebigkeit abzudriften, also unser Profil behalten und trotzdem nicht in Lieblosigkeit sein. Jetzt, das war ja alles so, da geht es um den Glauben. Ich glaube tatsächlich, diese Fragen sind die wichtigen Fragen unserer Zeit. Ich glaube, wir müssen dranbleiben, das war immer wieder in der Kirchengeschichte ein Kampf. Und dann kommen die anderen Fragen auch. Aber wahrscheinlich wird je weniger wir über Theologie diskutieren, desto mehr diskutieren wir über Politik in der Kirche. Und ich glaube, wir müssen eigentlich über das Zentrale sprechen. Jetzt, aber wir kommen natürlich auch, weil die Fragen, die uns jetzt so beschäftigen, mit der Pandemie und was macht jetzt der Staat, da geht es natürlich immer auch um Politik. Und ich möchte euch noch ein Begriffspaar hinschreiben, jetzt für heute Abend. Das ist nämlich die Frage der Wahrheit. Es geht noch einmal inhaltlich um Wahrheit und es geht um Gerechtigkeit. Und einfach, was ich so Paulus-Stellen durchgeschaut habe, ist aufgefallen, wenn Paulus von Unterscheidung spricht, dann spricht er über Wahrheit und Gerechtigkeit oder eben nicht. Das Gegenteil ist dann Lüge und Ungerechtigkeit. Wir schauen da noch ein paar Stellen an. Römer 1, Vers 18. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das finde ich wahnsinnig interessant. Also die Menschen tendieren dazu, die Wahrheit zu verdecken. Wie? Durch Ungerechtigkeit. Oder dann noch ein Vers, also sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. Also die verdrehen die Dinge, die verdrehen die Wahrheit in Lüge. Und dann noch aus dem 2. Thessalonicher Brief, da charakterisiert Paulus das Böse. Er sagt, der Böse wird in der Macht Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und dann schreibt er wieder, Gott hat ihnen die Macht der Verführung geschickt, dass sie der Lüge glauben und alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Müssen wir mal schauen, diese gelben Worte, die ich da eingefärbt habe, die haben alle mit Wahrheit und Ungerechtigkeit zu tun oder Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, es geht um Ideologien, es geht auch um diesen leeren Trug bei Paulus und um die Verführung. Ich finde, der leere Trug, das löst sich oft von selbst. Also ich habe gemerkt, eben, was ist jetzt wahr, was nicht. Oft, wenn wir einfach eine Weile zuwarten, also gerade so bei Theorien, ich hab einfach die Eigenart, ich glaube die Dinge nicht. Also ich bin ein bisschen ungläubiger Thomas manchmal in der Hinsicht. Meine Frau regt sich auf, dass ich auch ihr nicht glaube, wenn sie was sagt. Sie sagt, du glaubst mir nicht. Aber das Gute ist, wenn so Theorien kommen, grundsätzlich glaube ich es mal eher nicht und denke, warten wir mal ab. Und das ist gar nicht so eine schlechte Eigenschaft. Mit der Zeit kommt dann die Wahrheit meistens dann schon ins Licht. Oder in dubio pro reo, warten wir mal zu. Und so auch mit den Verschwörungstheorien, zum Beispiel vor einem halben Jahr gab es noch Leute, die haben gesagt, ach Corona, alles Fake-Pandemie, gibt es ja gar nicht. Und unterdessen kennt fast jeder von uns jemanden, der entweder gestorben ist oder schweren Verlauf hatte.
es ist automatisch versandet. Auch in der Schweiz, die Zahlen sind immer noch hoch, Todeszahlen. Irgendwie, das war leer. Aber was geschieht jetzt, wenn die Wahrheit eben nicht ans Licht kommen kann, weil sie durch Ungerechtigkeit niedergehalten wird? Dann ist es ein Problem. Und ich glaube, wenn er jetzt biblisch, und es geht mir heute Abend nicht um Meinungen, sondern wirklich um biblische Prinzipien, wenn ihr ein biblisches Prinzip wollt, wo müssen wir Christen genau hinschauen? Ich finde, dann ist es der totalitäre Staat. Also letztlich dort, wo Ungerechtigkeit Wahrheit niederdrückt. Interessant, Stephanie, du hast heute Abend über diese Leute gesprochen, die gar nicht in Freiheit leben können. Wenn das geschieht, ich glaube, dann müssen wir hinschauen. Und versteht mich recht, es geht nicht um links oder rechts oder um politische Meinungen, weil es gibt an beiden Extremen gibt es Totalitarismen. Man kann entweder in Richtung so eines Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus hineinkommen oder in einen Sozialismus oder auch Marxismus, Neomarxismus, wie auch immer, der auch totalitär ist und Menschen verknechtet. Wir hatten in der Geschichte, das extremste Dusch, wir hatten totalitäre Staaten verschiedener Couleur und das ist immer ein Problem. Und mich interessiert das Thema sehr, das Verhältnis von Kirche und Staat. Und von allem, was ich gelesen habe, fand ich folgende Definition von Karl Barth, fand ich einfach am besten. Und die möchte ich euch noch vorlesen. Karl Barth sagt, die entscheidende Frage ist, und ihr müsst wissen, er hat wirklich im Dritten Reich, in Nazi-Herrschaft, Karl Barth hat erkannt, jetzt wird die Freiheit der Christen genommen. Und er hat gesagt, wir müssen uns fragen, wieso der Staat aus dem durch Gottes Willen und Anordnung eingesetzten Schützer des Rechtes von Römer 13, also Paulus sagt in Römer 13, sagt doch Gott, der Staat ist gut, er garantiert die Freiheit, er hat, das Schwert ist ihm gegeben, damit wir leben können in Freiheit. Es braucht einen Staat, es braucht Strukturen. Aber er sagt, was ist das Problem, wenn der Staat von Römer 13 zu dem vom Drachen ermächtigten, den Cäsarkult fordernden, die Heiligen bekriegenden, gottlästernden, die ganze Welt erobernden Tier aus dem Abgrund von Apokalypse, also von Offenbarung 13 werden kann. Also Barth sagt, wenn quasi der Staat dämonisiert wird, also aus Römer 13 Offenbarung 13 wird, dann müssen wir die Hand heben. Und das hat er fantastisch gemacht. Oder er ist aufgestanden schon früh bei der Machtergreifung von Hitler, hat gesagt, wer Juden, den Augapfel Gottes, so angreift, da ist ein falscher Geist drin. Also Barth war wirklich sehr, sehr wach. Er hatte diese, jetzt in dem Sinn, die Gabe der Unterscheidung. Und ich glaube, wenn ihr heute Abend jetzt zu diesen Fragen noch ein Kriterium wollt aus der Bibel, ich glaube, dann ist es wirklich, schauen wir hin, wo werden die Rechte der Bürger beschnitten? Wir könnten sagen, wo gibt es keine Freiheit, auch um Dinge zu diskutieren? Wo findet kein Dialog mehr statt? Wo wird unterdrückt? Dann wird es totalitär. Oder ich glaube, da gibt uns Paulus gute Kriterien. Und also ich merke jetzt in der Schweiz, ich werde manchmal gefragt, was ist jetzt mit Corona? Ich finde, bei uns in der Schweiz, es findet ein Dialog statt zwischen dem Bund und den Kantonen. Der Bund sagt, keine Operationen mehr in den Spitälern. Kanton Zürich sagt, doch, wir haben noch Platz, wir machen Operationen. Jeder macht so ein bisschen, was er will. Kantönlicher ist, jede Meinung kann gesagt werden. Ich persönlich, das ist meine Meinung, ich finde, jetzt in unserem Land, ich kann nur dafür sprechen, was ich sehe da jetzt immer noch diesen lebendigen demokratischen Prozess. Aber ich glaube, das sind wirklich Dinge. Und solche globalen Ereignisse wie eine Pandemie haben immer die Tendenz, um so globalisierende Kräfte natürlich zu fördern, oder? Ich glaube, wir müssen hinschauen. Aber wir müssen auch vorsichtig sein, um nicht Dinge zu behaupten, die gar nicht so sind, oder nicht ständig rufen, der Wolf, der Wolf, der Wolf, weil dann machen wir uns unglaubwürdig, wenn er dann wirklich kommt, damit dass wir wach sind und erkennen können, wann ist wirklich die Freiheit gefährdet und wann nicht. Ich möchte eigentlich gar nicht viel sagen, eben auch die Abstimmung vom letzten Sonntag, Politik beschäftigt auch Gemeinden. Ich will nur sagen, ich habe eher gelernt, in der Unterscheidung zurückhaltend zu sein. Also wenn ihr mal die Bibel anschaut,
zum Thema Politik nur eine Klammerbemerkung. Die Bibel ist unglaublich differenziert. Lest mal Könige und Chronik. Da werden die politischen Machthaber, die werden so beurteilt. Also sogar David, das Vorbild von allem, er wird dargestellt, wie er war. Er wird nicht idealisiert, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und dann alle Könige, er wandelte in den Wegen Davids, aber an dem Punkt nicht. Oder er wandelte nicht wie David, aber dort wieder schon. Oder? Also die Bibel sagt nicht einfach so schwarz-weiß, sondern sie differenziert. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, wir müssen uns an diesen biblischen Kriterien halten für die Unterscheidung. Und gewisse Dinge müssen wir Gott überlassen. Ich glaube, letztlich, wir müssen die Demut haben. Gott ist derjenige, der letztlich Menschen kennt. Er kann differenziert unterscheiden. Jeder Mensch muss letztlich vor dem Richterstuhl erscheinen. Und ich glaube, die letzte Unterscheidung hat nur Jesus. Und er sieht zutiefst in unsere Herzen. Man nimmt nur die Kirchengeschichte, zum Beispiel Luther, ein fantastischer Mann Gottes mit einer solchen reformatorischen Begabung, hat die Welt zum Positiven verändert. Und gleichzeitig schreibt er die antisemitischen Schriften, die man sich vorstellen kann. Oder wir Menschen sagen, hey, wie kann denn das sein? Wie kann aus derselben Feder können von den besten Schriften kommen und von den schlimmsten? Und letztlich, wie sollen wir das beurteilen? Ich meine, mich macht das demütig. Ich sage letztlich, hey, Gott kennt die Herzen. Manchmal sagen Leute, ja, ich lese Lutherbibel, ich finde es toll. Ich komme nicht los davon, ich kenne sie seit Kind. Aber andere sagen, das kannst du ja nicht mehr lesen. Aber ich sage, ich weiß, es gibt Schatten und Sonnenseiten und die Welt ist eben oft sehr, sehr komplex. Oder nur schon, wenn wir hören, letztlich ist ja die Frage, wo ist Gottes Geist, sind wir in Christus und wo ist eben dieser andere Geist, die Bibel nennt es auch Antichristus am Werk, hat mal ein messianischer Jude, sagt mir mal, lies mal die Geschichte von Josef. Josef ist so ein Bild für Christus. Das sind diese drei Tage, da ist Leben, Tod, ist Brot und Wein, er geht in die Tiefe und dann wird er erhöht zu Rechten des Pharao. So ein Bild für Christus. Und was macht er am Schluss seines Lebens? Dann versklavt er ganz Ägypten, könnt ihr es mal nachlesen im Buch Genesis, und alle werden Leibeigene des Pharaos, also dann baut er quasi einen völlig totalitären Staat auf. Und da hat mir messianischer Jude gesagt, ist lustig, nicht? Dieselbe Person ist ein Vorbild für das Gute und macht auch Dinge, wo wir sagen, ja, wahrscheinlich, wenn Unterdrückung kommt, dann wird es ungefähr so aussehen, dass die Menschen nicht mehr frei sind. Versteht ihr? Und glaube ich, deshalb im ganzen Thema, ich glaube, wirkliche Unterscheidung hat Jesus und schauen wir auf ihn. Ich glaube, wir sind gut beraten damit, halten wir uns an diesen biblischen Prinzipien und schauen wir auf ihn. Und sind wir mit, ach, wir können Meinungen haben, wir können diskutieren, aber letztlich müssen wir Dinge auch einfach ihm überlassen. Ich finde es doch die beste Pandemie-Prophylaxe oder Strategie. Was machen wir, wenn eine Seuche kommt? Wenn ihr bei Mose schaut, was macht er? Es ist Hilfe, es kommt eine Seuche und es ist Verwirrung im Lager. Was macht er? Er nimmt und Gott sagt, nimm einen Stab aus Holz und mach einen Seraph daran. Und ein Seraph ist ein himmlisches Wesen, wie die Seraphim. Und was macht Mose? Er nimmt diesen Stab und er macht eine Schlange daran. Da steht im Hebräischen Nachash, die Schlange. Also Mose hat, ich finde es so interessant, wahrscheinlich wusste Mose nicht genau, wie soll ich mir diese Seraphim vorstellen. Und dann macht er so ein Schlangengebilde, oder? Er denkt so ungefähr mit diesem himmlischen Wesen, das so schlängelt, feuert. Und dann nimmt er die Schlange und das ist ja auch das Symbol für die Gesundheit, der Äskulapstab bis heute. Das gibt es auch im Griechentum und wir haben dieses Symbol der Heilung mitten in der Verwirrung von dieser großen Seuche im vierten Buch Mose. Eben, da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich glaube, letztlich ist das auch die Strategie bei allen Fragen, die uns beschäftigen. Eben, das war ein turbulentes Jahr mit vielen Meinungen und die Frage, wie können wir unterscheiden? Ich glaube, die schärfste Unterscheidung, auch bei allem,
Hinschauen, Liebe, Wahrheit, in Christus sein, Bibel als Fundament, Wahrheit, Gerechtigkeit, all die Kriterien, die wir jetzt angeschaut haben, die beste Unterscheidung haben wir immer im Blick auf Jesus. Wie Mose schon diese Schlange aufrichten musste als Symbol, da ist dieses himmlische Wesen am Kreuz. Und ich glaube, im Blick auf ihn, in allem drin, haben wir die beste Unterscheidung, weil er der große Kenner von uns ist und von jeder Situation. Und deshalb möchte ich auch, jetzt diese Predigt war vielleicht so eher ein bisschen analytisch, nicht so erbaulich, aber es ist auch erbaulich, versteht mich recht. Wenn wir wissen, wie wir die Dinge einordnen, dann sind wir auch gewappnet, auch für den wahren Advent, dass er kommen kann. Seid wachsam. Aber ich möchte noch ein bisschen erbaulich aufhören, nämlich ja, mit dem Blick auf Jesus am Kreuz, wo wir wissen, es gibt eine Lösung für alles. Nicht nur für die ungelösten Fragen, auch für meine ganz persönlichen Anliegen. Für meine Krankheit, für meine Nöte, für meine Sorgen. Wenn wir eben auf ihn schauen, auf diesen Christus, den die Bibel uns beschreibt, wie Paulus so schön sagt im Kolosser 1, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich seiner Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und Jesus, wir möchten heute Abend zuerst auf dich schauen. Du, der vor allem war, du der Erste bist, du der Gekreuzigte, der Gestorbene und der Auferstandene, der wahre Gottessohn und der wirklich Frieden gemacht hat durch sein Blut am Kreuz, du, der du uns erlöst hast. Danke, Jesus, und lass uns in allem, welche Überlegungen wir uns auch machen, lass uns diesen festen Pfahl haben, diese Orientierung, wie schon Mose in der Wüste, dass wir auf dich schauen. Und danke, dass du uns auch in dieser bewegten Zeit, dass du uns letztlich Orientierung schenkst. Und du kamst in aller Liebe und in aller Wahrheit. In dir ist beides drin, die Liebe zu den Menschen, dieses weite Herz und alle Wahrheit. In dir ist die Freiheit, die Gerechtigkeit. Und Jesus, wir bitten dich einfach, dass du uns wachsam machst. Du hast selber gesagt, hey, es werden Zeiten kommen. Sie sagen, da ist dieses und jenes, falsche Christusse, falsche Zeichen, all das Zeug. Und hilf uns, in bewegten Zeiten auch diese Nüchternheit zu bewahren, den Blick auf dich. Und Jesus, schenk, dass uns das feste Fundament der Lehre nicht geraubt wird. Dein Wort, dass wir gegründet sind in deinem Wort, dass wir unser Schwert, Herr, das du uns gegeben hast, immer wieder tief, tief hineinstecken in dieses Fundament. So wie es Rick Joyner mal gesehen hat in dieser Vision. Es Zeiten kommen, wo wir tief an diesem Schwert angebunden werden sein müssen und tief verankert. Lass uns in dieser Zeit verankert sein in deiner Wahrheit. In dir verwurzelt, Jesus. Das ist das Wichtigste. Und gib uns dann auch die Wachheit, auch die gesellschaftspolitischen Dinge, die uns bewegen, die Winde, die Überlegungen. Hilf uns, auch da nüchtern zu sein, aber auch klar zu sehen, Jesus. Und dass wir, wie damals auch Karl Barth, als dann Totalitarismus kam, dass wir sehen und aufstehen. Oder wie diese Bauern aus dem Zürcher Oberland, die gekommen sind, gesagt haben, nein, wir stehen für unser Land, wir stehen für unsere Wahrheit und wir wollen diese Freiheit bewahren, auch dieses feste Fundament von diesem Christus, dem lebendigen Sohn Gottes. Herr, schenk uns auch wirklich diese Klarheit und die Weisheit, den Mut, dorthin zu stehen, wo es gilt, hinzustehen, dass wir dort die Wahrheit haben, auch speziell für deine Werte, Jesus. Und du siehst, wo auch Jesus auch unwichtige Fragen auch über Politik und solche Dinge uns manchmal als Gemeinden fast aneinander bringen. Hilf uns in diesen Fragen, einen höheren Weg der Liebe zu gehen. Auch Interesse zu haben aneinander, auch einander verstehen wollen, schauen,
Was siehst du? Und erklär es mir. Hilf uns, dass wir bei allen Fragen, die auch an unseren Gemeinden rütteln, dass wir in dieser Liebe bleiben zueinander. Und dass über allem, auch bei allem, wo wir nicht gleicher Meinung sind, dass über allem deine Wahrheit und deine Liebe steht. Und dass Jesus gerade auch in diesem bewegten Corona-Jahr, dass wir daraus herauskommen mit größerer Liebe. Größere Liebe zu dir und zueinander. Danke, dass du unser Anker bist und dieser feste Orientierungspunkt in allem. Amen.